Das war ja zu erwarten. So, bedeutet. Was ist das? Eingehender Anruf von Anu Singh. Möchtest du ihn annehmen? Anrufe von meinen Verehrerinnen. Anruf wird angenommen. Larry? Ich wusste doch, dass du meinem Charme nicht widerstehen kannst. Bist du bereit für unser Date? Larry, triff mich bitte sofort im Salon de Lézard. Bin schon unterwegs, Baby. Ich wusste, dass sie es nicht lange ohne mich aushält. Ja, klar. Ja, genau. Okay. Mit dem Unter, Lézard war hier. Ich weiß zwar nicht, woher deine Informationen stammen, aber du hast nichts gegen Prune in der Hand. Sei dir da mal nicht so sicher, BJ. Du kannst Prune nicht aufhalten. Die Keynote steht bevor und das neue P-Phone wird sich noch besser verkaufen als die Vorgängermodelle. Prune hat New Lost Wages im Griff und es gibt nichts, was du dagegen tun könntest. Wir gewinnen immer. Larry? Was hast du denn mit BJ besprochen? Ich habe ihn hier zufällig gesehen und dachte, ich hätte etwas gegen ihn in der Hand. Aber BJ hat recht. Die Daten, die du beschafft hast, sind unbrauchbar. Sie verraten keine Geheimnisse von Prune. Ich funktioniere nicht unter Druck. Diese doofe Pi hat mich die ganze Zeit abgelenkt. Gar nicht wahr. Jedenfalls kann ich weiter nichts gegen Prune unternehmen. Warum hast du Prune und BJ so? Ich habe bis vor kurzem bei Prune gearbeitet. Es schien mir nach meinem Studium ein tolles Sprungbrett zu sein. Und jeder will von Prune angeheuert werden. Aber ich habe schon bald festgestellt, dass mich dieser Job nicht ausfüllt. Wage es nicht, darauf etwas zu sagen. Außerdem hatte ich Hinweise gefunden, dass Prune etwas verbirgt. Und Prune durchdringt inzwischen das Leben aller Menschen. Bevor ich rausfinden konnte, was es ist, haben sie mich gefeuert. Jetzt versuche ich als Anwältin allen Unterdrückten zu helfen. Und nebenbei will ich herausfinden, was dieser BJ verbirgt. Wenn ich irgendwie selbst ins Hauptquartier eindringen könnte. Auch dazu sagst du jetzt nichts, Larry. Auf dem Stick habe ich etwas gefunden, was darauf hinweist, dass es in BJ Skyloft einen geheimen Server gibt. Aber das ist der am besten gesicherte Ort in ganz New Lost Wages. Völlig unmöglich für uns dort reinzukommen. Nicht für mich. Hast du eine Idee, wie man in das Skyloft kommen könnte? Naja, man bräuchte BJs Zugangskarte und eine Menge Glück. BJ hat diese goldene Karte immer bei sich. Vielleicht könntest du nochmal zu Prune gehen und dich ein bisschen umhören. Vielleicht bringt dich ein Ding. Vermutlich, aber ich kann gerade keine Depression gebrauchen. BJ ist doof. Ja, aber das irgendwas stimmt da jedenfalls nicht. Er verhält sich immer so anders, wenn diese Faith in der Nähe ist. Ich gehe mal in mich. Ratsam. Ratsam. Okay, also dahin. Hey, Dura, ich habe meine Zugangskarte verloren. Ich muss sofort ins Skyloft. Ach, das geht nicht so einfach, weil die Sicherheitsprotokolle das nicht erlauben. Ja, das ist mir egal. Ich habe mich vorhin mit dieser blöden Anwältin getroffen und muss die Zugangskarte irgendwo auf dem Weg verloren haben. Prune Sicherheitsprotokolle, Paragraph 34, Absatz 12. Eine verlorene Zugangskarte kann nur nach eingehender Sicherheitsprüfung neu ausgestellt werden. Was? Wer hat denn so eine dämliche Regelung getroffen? Das warst du, BJ. Lass uns einen Augenblick Zeit. Wir bereiten alles vor. Alles klar, also Karte suchen. Hier ist sie nicht. Also muss sie ja noch quasi vor dem Laden irgendwo sein. In New Lost Wage. Das war letztes. Nein. Vielleicht ist BJs zu. Nein, ist sie nicht. Schade. Zwischen den Dielen befindet sich ein Klapp. Nein. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Zugangs... Nein, hier...
Darunter könnte BJs... Nein. Schade. Hallo. Nee. Wir sehen uns später. Nein, das nehmen... BJs zu? Nein. Vielleicht hat BJ... Tatsache! Unter dem Kissen, okay. Schau mal, was ich gefunden habe. BJs, er muss sie hier verloren haben, als er mit dir gestritten hat. Das ist unsere einzige Chance. Wir müssen sofort zu... Larry, komm. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Benutze die Zugangskarte. Mach ich. Hab ich. Jetzt guckt nicht so doof aus der Wäsche und helft mir. Wir sind für die Sicherheitsfragen bereit. Na dann legt los. Also, Name? Bill Jobs, falls du das nicht mitbekommen haben solltest. Adresse? Hier im Skyloft. Na wo sonst? Lieblingstier? Ich habe mein P-Phone schon mit BJs Computer verbunden. Wo ist denn das Kabel? Nein, drahtlose Datenübertragung. Das Ding hat sogar ein Modem eingebaut? Moment, ich schaue mir die Daten auf dem Rechner an. Kommst du da einfach drauf? Das ist ein Unix-System. Damit kenne ich mich aus. Verstehe ich nicht. Ich komme auf den Rechner, weil ich große Brüste habe, Larry. Natürlich. Natürlich. Das ist aber seltsam. Der Boss-Key ist Steuerung und B. Das ist zwar BJs Rechner, aber es sind keine Firmendaten drauf. Aber es war unmissverständlich, dass hier im Skyloft sensible Daten sein müssen. Hier muss es noch irgendwas geben. Larry, schau dich um. Mach ich. Hier kann man eine Art Code... Okay. PJD? Die Eingabe war wohl... Mit dieser Karte kann man da... Wäre das ein Gegenstand in einem Rollenspiel, hätte er mindestens eine lilane Schrift. Das Teil ist eindeutig... That's what she said. BJs Computer ist gigantisch. Aber es kommt ja nicht auf die Größe an. Was habe ich gemacht? Muss ich jetzt raten? Oder? Das ist zwar BJs, aber es war un... Hier muss... Ja, das Eingabegerät. Hier kann man eine... B, Fragezeichen, Prozent gleich J. BJ plus D gleich. Die Eingabe war wohl nicht richtig. Ja, was soll ich jetzt? Fahrstuhl könnte ich noch wieder raus. Dafür brauche ich BJs. Hab ich. Vielleicht lauschen. Lauschen? Entschuldigung. Lieblingstier? Alpaka. Dritter Vorname der Tante zweiten Grades? Roberta. Lieblingsfarbe? Pflaume. Lieblingsobst? Ich glaube, ich kann es mir denken. Sicherheitszeichen? B. Viermal das Ist-Gleichzeichen. D. Oh. Was ist jetzt? Ich glaube, ich habe mich vertippt. Wir müssen nochmal von vorne anfangen. B. Viermal das... Name? Bill Jobs, falls du das nicht mitbekommen haben solltest. Adresse? Viermal das Gleichzeichen. Na wo sonst? Lieblingstier? Alpaka. Dritter Vorname der Tante zweiten Grades? Roberta. Lieblingsfarbe? Pflaume. Lieblingsobst? Ich glaube, ich kann es mir denken. Sicherheitszeichen? B. Viermal das Ist-Gleichzeichen.
D. Oh, was ist jetzt? Okay, viermal das ist Gleichzeichen. Wir müssen noch. Okay. Name? Bill Jobs, falls du das nicht mitbekommen haben solltest. Dann geht hier in der Mitte die Klappe auf. Hier kann man eine. Also, B. Gleich. 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 Und dann. D. Oder J. Die Eingabe war wohl nicht. Also. Hier kann man eine Art. B. Ist gleich. Ist gleich. Ist gleich. Ist gleich. D. Da passiert was. Was ist das denn für ein Teil? Super, Larry. Das ist ein geheimer Server. Was ist da drauf? Das sind alles interne Dokumente von Prune. Ich kopiere sie rüber. Großartig, Larry. Vielen Dank. Hier sollte auf alle Fälle etwas enthalten sein, was ich gegen Prune verwenden kann. Aber gern doch. Warte. Ich gebe dir erstmal die Höchstpunktzahl bei Timber und... Weißt du was? Ich hätte gerade Lust, BJs Schreibtisch zu schänden. Willst du Papiere drin haben? Also, schlimm auskippen. Willst du die Icons auf dem Desktop verschieben? Ich möchte wilden Sex auf seinem Schreibtisch haben. Ich melde mich freiwillig. Ich zeige dir mal was. Okay. Brrr. Brrr. Und jetzt werden wir unterbrochen. Was war das? Weg hier, Larry! Aber ich bin doch... Ich wollte jetzt... Anu, wo bist du denn? Was? Larry! Oh, das ist ja gar nicht mal schlau. Einfach eine tolle... Ledergrundrobe. Oh, das ist ja gar nicht mein Schlafzimmer. Was machst du hier drin? Was soll das? Ich wollte nur mal... Ich habe keine Zeit. Da unten läuft gerade die wichtigste Keynote meiner Karriere. Und dann schlagen auf einmal die Bewegungsmelder hier im Büro an. Was hat BJ jetzt wieder für ein Chaos angerichtet? Hat er dich hier reingelassen? Ich kann mich jetzt nicht mit dir rumschlagen. Ich befasse mich nachher mit dir. Huch! Wer ist das denn? Vielleicht hebst du einfach mal ab. Tolle Idee. Hallo? Larry, ich bin's. Was ist voll ich auch? Was ist das? So ein Zufall. Ich bin's auch. Hier ist Anu. Ach so. Wo hast du dich versteckt? Ich bin aus dem Fenster gesprungen. Oh Gott. Und habe meinen BH als Fallschirm benutzt. Zum ersten Mal ärgere ich mich, selbst kein BH zu tragen. Man findet immer neue Gründe, Brüste toll zu finden. Man findet immer neue Gründe, Brüste toll zu finden. Ich habe schon einen Blick in das Material werfen können. Es sind alle technischen Details des neuen P-Phone darunter. Ich muss es von Fachleuten prüfen lassen. Aber ich glaube, es sind undokumentierte Funktionen darunter. Damit werden wir sie ranbekommen. Und wenn der Moment perfekt ist, wenn Prune angeschlagen ist, werde ich sie damit vernichten. Anu? Aufgelegt. Jetzt habe ich doch alle meine Dates erledigt und müsste einen grandiosen Timber-Score haben. Pi, wie viele Punkte habe ich jetzt? 45. Was? Erst? Mit wie vielen Frauen müsste ich ausgehen, um auf 90 zu kommen? Bei Bestbewertung 774 Frauen. Gibt es für Rothaarige eigentlich mehr Punkte? Nein. Müssten die Timber-Daten nicht auf dem Server hier liegen? Bestätigt. Ich müsste mich also nur in diesen Server reinhacken und meine Punktzahl auf 90 setzen. Ob das jetzt so einfach ist für dich? Aber da ist noch eine Sache.
Wir präsentieren heute das komplett neue P-Phone. Es ist das beste P-Phone, das es jemals gegeben hat. Wir haben jede Kleinigkeit verbessert. Die Ecken sind um 0,5% rund. Wow! Unfassbar! Die Farbe ist komplett neu. Oh, Wahnsinn! Man sieht es auch direkt in dieser Annonce von Move. Es gibt ein neues Hintergrundbild. Wow! Das wollte ich bestimmt. Oh, ein neues Hintergrundbild, Alter. Der Server sieht schon etwas anders aus als damals. Wenn ich wüsste, über welche Schnittstelle ich in das System kommen könnte. Vielleicht kann ich helfen? Ja, gerne. Baue Verbindung zu Server auf. Oh, ein Protokollserver. Piep, piep. Das würde er wohl gern wissen. Piep, piep. Der alte Charmeur. Nehmt euch ein Zimmer. Ach, das ist nur mein Mensch, der ist harmlos. Ich meine, piep, piep. Jetzt stell schon meinen... Einen Augenblick, piep, piep. Schon geschehen, dein Timberscore ist nun 90. Na endlich, jetzt muss Faith ihr Versprechen halten. Piep, piep. Was ist denn jetzt passiert? Ugh. Ich habe einen von deinen Anmachsprüchen benutzt. Da hat er sich sofort aus dem Staub gemacht. Ist klar. Sprich von halt nur, wenn man auch ein passendes Aussehen mitbringt. Die Sprüche funktionieren halt nur, wenn man auch das passende Aussehen mitbringt. Oh. Warte mal, was ist da unten? Oh. Was zum Teufel soll das? Autsch! Larry, du verdammter Idiot! Diese Keynote muss perfekt sein! Du spielst jetzt mit! Ja, was für ein Auftritt! Ich bitte um großen Applaus! Zur Präsentation der Funktionen des neuen P-Phone begrüße ich hiermit unseren... Chief Erections Officer. Larry Leffer. Einfach vom Teleprompter ablesen. Technologie verändert unser aller Leben und Technologie ist nur so gut wie die Software, die sie antreibt. Nicht wahr, BJ? Haha, sympathisches Lachen. Ja, Larry, wir bei Prune legen nicht nur Wert darauf, dass unsere Software revolutionär ist, sondern das Leben aller Menschen verbessert. Wir bei Prune legen nicht nur Wert... Nächste Zeile, du Pfeife. Ach so. Von all unseren Apps ist es vor allem Timber, das Menschen zusammenbringt. Und ich freue mich, nun die neueste Version enthüllen zu dürfen. Mit diesem Gerät kommt auch die neue künstliche Intelligenz des P-Phone. Die veraltete Version unserer KI schicken wir nun in den Ruhestand. Sie ist obsolet geworden. Wie bitte? Dein Arsch ist obsolet! Nun, Larry, vielleicht kannst du das neue Modell einschalten, damit wir seine Vorzüge präsentieren können. Was? Du schon wieder? Willst du mich weiter quälen? Sei froh, wenn er dich nicht gleich löscht. Was? Wir sollten jetzt über die neuen Funktionen und vielen Updates des neuen P-Phone sprechen. Larry? Ich habe genug von Menschen. Nun, Larry, was ist denn das herausragende Feature der neuen Timber-Version? Aber das steht doch gar nicht da. Wegen dir muss ich improvisieren. Fotos in 16 Farben? Sicher. Besonders stolz sind wir, wie schnell die Bilder geladen werden. Wie lange dauert es nun? 300 Baut. 300 Baut? Larry? Ich glaube... Sogar schneller. Nun hat die neue Timber-Version auch ganz neue Kontaktmöglichkeiten eingebaut. Postkarten? Larry, vielleicht wäre es eine gute Idee, das Gerät auszuschalten. Aber das steht nicht auf dem Teleprompter. Genug!
Traum. Alles ist wieder so, wie es sein soll. Sondern Ulfrichte Walters. Ich bin dafür, dass ich hingehöre in meiner eigenen Zeit. Nur noch 16 Farben. Nicht mehr dieses komische Lila. So, hier kann man das noch anzeigen. Cool. Handtrockner. Spiegel. Was du sagen wirst, hä? Okay. Gute Arbeit, Spiegel, Harry. Pömpel! Nasse Zeitung. Schlüssel noch? Stimmt nicht. Schlüssel. Natürlich verschlossen. Du siehst aber auch nicht schlecht aus. Okay. Ja, ich weiß. Wer bist du? Ich bin, dass du sein willst. Hä? Okay, bis später, Larry. Alles klar. Waschbecken, Zeitung ranstopfen. Das hilft mir nicht. Pömpel. Anscheinend war da ein Aal im Rohr. Schlafender Aal. Ich weiß nicht, was sie tun. Okay. Was the fuck? Steifer Aal. Kann ich hier nasse Zeitung? Kann ich bestimmt trocknen. Lesen. Okay. Steifer Aal Zeitung einwickeln? Nicht. Okay. Schlüsseler? Nein. Ein Aal, der Schlüsselloch. Ah, okay, alles klar. Zeitung. So, jetzt mit dem Aal. Nee, und jetzt die Zeitung wiederholen. Ja, alles klar. Schlüssel. Ja, du hättest gern ein Fossil. Du willst schon irgendwie, okay. Du Schwein, du Lustmolch, okay. Blödsinn, du bist glücklich, okay. Du musst nicht fragen, ob ich das Schlüssel mache. Ich bin fies, aber nicht der Torwächter. Aber egal. Das ist eigentlich zu helfen. Benutz mich. Das ist nicht Leffys Bar. Oh. Oh nö. Willkommen im Open Office. Da hat sich der Trump auch noch mit eingeschlichen. Freuen Sie sich, begrüßen zu dürfen. Heute möchte ich mir keine Verdienste um erzählen, aber kann schon Jugend auszeichnen. Junge Menschen wie Bill hier ist. Es ist ein Wunder, dass ich einmal die Welt der großartigen Erfindung glücklich bin. Zu Grüße, Larry. Ich habe ein Abenteuer erlebt und so gelernt. Ja, Frage ist nicht klar. Entschuldigung. Ja, ein bisschen so viel, ein bisschen Zeit. Ah, wir können auf jeden Fall deine Errungenschaften. Erfahrung, okay. Ich glaube, ein kleiner, also wieder Frau aussprichst. Ich pfeife ihr hinterher. Ich greife sie an. Egal, nächste Frage. Wo fasst du eine Frau zuerst hin? Pass auf, Bill. Yep. Ich pack sie an. Hintern.
Da tun die Blompen eh die weh von dem Quietschen. Ich verliere mich. Das kann nichts. Er kommt wieder zu sich. Siehst du, war gar nicht nötig, einen Arzt zu rufen. So ein paar Stunden Ohnmacht sind doch ein Klacks. Was? Stunden. Was ist passiert? Das neue Pifon ist explodiert und du bist ausgenockt worden. Was? Das war alles nur ein Traum. Versteht ihr? Das war alles gar nicht echt. Klar, Larry. Jedenfalls ist wegen deines Auftritts der Aktienkurs von Prune ins Bodenlose gestürzt. Ja, besten Dank auch. Ist ja nicht so, dass wir von dem Job leben. Wo ist Faith? Die ist mit BJ abgehauen. Ich habe munkeln gehört, dass sie auf ihrer Yacht sind und sich auf BJs Villa in Cancun zurückziehen wollen. Hoffentlich haben sie dort eine Idee, wie sie die Firma retten können. Ich muss zum Pier. Verzage nicht, Faith. Dein Larry eilt dir zur Hilfe. Ja, ist klar. Du hast alles verdorben. Du musstest nur dafür sorgen, dass dieser Larry uns nicht wieder in die Quere kommt. War das zu viel verlangt? Du bist diejenige, die ihn auf eine Mission geschickt hat, die halbe Stadt auf seine Seite zu bringen. Verflucht, du hättest ihn einfach von der Bühne schaffen können. Warum mache ich diesen Job wohl, Faith? Weil ich improvisieren kann. Ich bin das Gesicht von Prune. Ich bin es, den die Welt an der Spitze sehen will. Glaub mir, ich weiß inzwischen genau, was du für die Firma bedeutest. Und vielleicht wird es Zeit, dass sich hier einiges ändert. Wir legen ab. Verdammt, sie legen gerade ab. Von hier komme ich nicht aufs Boot. So viele Möglichkeiten hast du ja nicht. Ich warte mal ab, ob du selbst drauf kommst. Ja gut, Bullauge. Ich glaube, da schwimme ich lieber hinter ihnen her. Du springst jetzt durch das... Oh, jetzt drängel nicht so rum. Los jetzt! Na gut. Gut.